Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Podcast hier auf Be Unique bei Leon Lovelock. I like that, man. La 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 la. Hey, Be Unique bei Leon Lovelock, let's go. Tschüss. Podcast it in, man. Let's do it, motherfucker. Yes, sir. We in this bitch again, motherfucker. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Ich sitze gerade auf dem Balkon, Baba, Sonne knallt mir ins Gesicht. Pool vor mir gerade. Kann leider nicht ins Wasser, weil ich mein Bein verletzt habe. Wenn ihr wissen wollt, was da los war, checkt auf jeden Fall YouTube-Kanal Leon Lovelock ab. Da habe ich einen ausführlichen Videoblog gemacht zu dem Tag gestern. War brutal. Jetzt sitze ich erstmal zu Hause, muss relaxen ein paar Tage. Und habe mir gedacht, ich werde den Podcast jetzt mal wieder angreifen hier. Ich habe eben schon eine Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, welche zuerst kommt. Ich glaube, das, was ich jetzt gerade hier rede, kommt auch zuerst. Deswegen, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin immer noch in Mexiko. Und ich wollte euch jetzt hier an der Stelle einfach mal so Update-mäßig, nicht Update, ich wollte euch einfach mal erzählen, wie es überhaupt passiert ist, dass ich hierher gekommen bin, was da so die Umstände waren und was mich dann auch zu getrieben hat, immer zu verlängern, immer weiter zu verlängern und jetzt am Ende mir auch ein Apartment zu holen, was wirklich monatlich ist, ja. Wir fangen am Anfang einfach an und dann quatsche ich einfach Freestyle drauf los. Kein Skript, nichts vorbereitet, so wie immer hier auf dem Podcast, einfach Real Talk. Ja, wie hat es angefangen? Der erste Trichter war eigentlich die Laura. So, ich habe ein Musikvideo gedreht in Mannheim, 2 Wochen oder 1 Woche bevor ich geflogen bin. Nicht mal 1 Woche, es waren ein paar Tage. Es waren ein paar Tage bevor ich geflogen bin. Videodreh sind wir unten am Auto, packen gerade die Sachen ein, komplett fertig, 1 Uhr morgens, voll am Arsch, dies, das. Und dann erzählen wir noch so ein bisschen, kennt ihr ja so nach Actions, wenn man so Umzug hat oder irgendwas, dann sitzt man noch so draußen, raucht noch eine gemeinsam und dann jeder labert so. Dann saßen wir da, haben noch ein bisschen gelabert und dann sagt die Laura, ey, übrigens, ich flieg übermorgen nach Mexiko. Ich sag, wie, was, warte mal kurz, wie jetzt, wo Mexiko? Wie, du fliegst dahin und sagst mir nicht Bescheid oder nimmst mich nicht mit? Warum nimmst du mich nicht mit? Und so. So, ja, das war spontan und das ist schon vor lange gebucht und hier und da und bla bla bla. Ich so, okay, krass, heftig, nice, genieß die Zeit und so, nimm Sonne mit, lieg für mich auch in der Sonne, habe ich noch so gesagt, ich weiß noch ganz genau. Dann ist Laura abgehauen und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich sitze zu Hause, ich bin am Handy so nicht Livestream, am Handy Instagram, scroll so ein bisschen rum, kennt ihr ja. Ne, ganz normal, Standardritual. Sollte man auch weniger machen, auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt, meine Augen, also so oft auf Handy gucken. Ich habe jetzt auch diesen Blaustich rausgemacht. Man kann doch da so Nightshift einstellen, das habe ich jetzt den ganzen Tag gemacht. Und ich sehe auf jeden Fall besser auf dem Handy so. Das war aber nicht das Thema. Ich wollte gerade sagen, dass ich dann rumgescrollt habe und dann habe ich gesehen, Nate57 ist live. Ich so, ah krass, geil. Schon länger nicht mehr reingezogen von ihm irgendwas, so gehe ich mal rein, gehe ich mal drauf. Gehe ich drauf, auf einmal chillt der Nigger einfach in Mexiko, in Tulum, am selben Ort, wo Laura hingeht, ne, quasi. Ich sag mir, Dicker, das kann doch kein Zufall sein. Ich schreibe ihm so, ey Bro, was geht ab? Was hast du bezahlt für Flug, dies, das? Schreibe ich in den Chat rein, so. Nach dem Livestream, also er hat mir gesagt, ey, schicke ich dir gleich bei WhatsApp nach dem Livestream und so. Nach dem Livestream hat er mir dann bei WhatsApp geschickt. Ich so, hier, guck mal, das habe ich bezahlt für Flug, das habe ich bezahlt für Unterkunft. Ich so, krass. Okay, Baba, Dicker, direkt an den Rechner gesetzt, Flug rausgesucht, Unterkunft rausgesucht, gar keine Faxen gemacht. Ich habe nicht mal jemanden angerufen oder so. Ich war erst kurz davor, noch Bardo anzurufen oder meine Mutter. Und dann habe ich aber für mich selber gespürt einfach, Bro, das ist eine Sache, das machst du für dich jetzt gerade. Und das ist so eine Sache, da triffst du alleine die Entscheidung. Du machst es nicht abhängig von irgendwelchen anderen Meinungen oder so. Das ist jetzt dein Ding so. Du ziehst es jetzt einfach durch. Und dann habe ich es einfach durchgezogen, Flug gebucht. Nachdem ich den Flug gebucht habe, habe ich dann Unterkunft klar gemacht. Aber nachdem ich den Flug gebucht habe, erstmal ist mir dann aufgefallen oder mir in den Kopf gekommen, so, scheiße, Dicker, du hast gar keinen Reisepass. Ich wollte vor einem Jahr mal nach Miami fliegen, da habe ich einen Reisepass beantragt, aber ich habe den nicht mehr abgeholt, weil ich dann doch nicht geflogen bin. In Berlin liegt der irgendwo. Und dann dachte ich mir so, okay, scheiße, was machen jetzt? Geht das überhaupt? Dann habe ich überall gegoogelt und geguckt und dann habe ich rausgekriegt, dass man sich einen vorläufigen Reisepass machen lassen kann bei der Behörde und es reicht auch für Mexiko. Es gibt Länder, da brauchst du einen richtigen Reisepass, ein Visum, Esta etc., aber bei Mexiko brauchst du nur einen vorläufigen Reisepass, das reicht vollkommen. Ich nächste Tag aufgestanden, 7 Uhr morgens, gewartet bis 8 Uhr, bis die Behörden und Büros aufmachen, angerufen, Termin. Okay, Termin kommt vorbei in einer Stunde, alles klar. Ich fahre dahin, natürlich gemerkt, dass ich keine Passfotos habe, nochmal raus. Fotoladen, Passfotos gemacht, hingefahren, mir den vorläufigen Reisepass geholt und dann war alles safe. Aber als ich diesen Reisepass hatte und dann zu Hause war, ne, kam auf einmal innerlich so ein komisches Gefühl hoch.
So, ich war auf einmal so, scheiße, Dicker, ich habe auf einmal Bauchschmerzen gekriegt. Ich war auf einmal so, ja, das war definitiv die Nervosität, die Angst davor, diesen Move, diese Reise zu machen, alleine so. Ich habe voll gestruggelt, das sage ich euch jetzt so eins zu eins, wie es ist. Ich war so richtige Pussy. In dem Moment richtige Pussy. Was machen dann in dem Moment? Mama anrufen. Mama angerufen, ich so, Mama, ey, ich hab Ding, Flug nach Mexiko gebucht und so. Mir geht's aber grad scheiße. Dann Mama so, wie ging's dir in dem Moment, wo du gebucht hast? Ich so, ich war voll happy, Digga. Siehst du, diese Bauchschmerzen, die du hast, die kamen dadurch, dass du angefangen hast nachzudenken. Und ich kenne dich, du bist ein Psycho. So, meine Mutter kennt mich am besten. Und nach halbe Stunde, Stunde Talk mit Mutter war wieder alles nice. Relativ nice, war alles okay. Ich habe immer noch ein bisschen Struggle im Magen gehabt, aber ist ja auch normal. So, meine Sachen fertig gepackt. Nächsten Tag Koffer genommen. Krass, wenn ich das selber jetzt Revue passieren lasse, das ist so krass für mich, dieser Moment. Koffer gepackt und dann abgehauen. Ich glaube, ich habe auch schon gespürt in dem Moment, dass ich so schnell nicht mehr zurückkommen werde und dass es jetzt für mich gerade hier ein Move ist, so, weil ich mein Leben lang schon gespürt habe, dass ich in einem Land leben muss oder in einem Kontinent oder in einer Region, wo tropisches Wetter ist, wo 365 Tage im Jahr die Sonne scheint, mehr oder weniger, wo es immer warm ist, so, weil ich bin einfach scheiße, wenn Winter ist, so, ich bin scheiße, Dicker, ich habe ja den Podcast mal gemacht, meine Sonnentheorie, ich bin ein Sonnenbruder, ich muss in der Sonne wachsen, reifen, ich muss in der Sonne sein, die ganze Zeit, ich merke einfach, wie es mir viel besser geht, so, nur weil die Sonne da ist, mir geht es viel, viel besser, nur weil die Sonne da ist, und ich sage euch auch, wie es ist, ich merke das auch an den Menschen hier, an den Augen hier, wie wir uns miteinander begegnen, so, wenn ich irgendeinen Menschen random treffe hier auf der Straße, ich sehe deren Augen, ich sehe deren Energie, ich spüre deren Vibe, der ist positiv, Bruder. So, und das habe ich nicht, wenn ich in Deutschland bin, so, da kriege ich so viele negative Vibes in meine Fresse reingedrückt, dass ich am Ende des Tages negativ nach Hause gehe, obwohl ich ein Mensch bin, der eigentlich nur Liebe verbreiten will und Positivität, so. Ich schwör's dir, ich habe so viel Liebe in meinem Herzen drin, so viel Emotionen, so viel Gefühle, ich habe so viel Gefühle in mir drin, ich will das rauslassen, so, weißt du? So, auch wenn ihr das nicht mögt oder keine Ahnung, weiß ich nicht, ich bin ein Mensch, ich bin so gefühlvoll, Liebe, Vibes, so, das ist mein Ding, weißt du, was ich meine, so, und ich spüre das, wenn Leute mir negative Vibes geben und es zieht mich runter, so, ja, und das sind so ein paar Erkenntnisse, die ich hier in den letzten Wochen, Monaten gemacht habe, so, man weiß nicht genau, wo es mich hintreibt, ne, ich habe jetzt dann die erste Woche ein Hotel gehabt, zweite Woche auch ein Hotel, habe ich mir auch so vorgenommen gehabt und dann habe ich mir danach eine Airbnb geholt, die nur noch ein Drittel von dem Preis gekostet hat und jetzt bin ich gerade in einem Apartment, was monatlich 600 Euro kostet, fettes Apartment mit allem drin, eigenes Zimmer mit Badezimmer, mit einer Mitbewohnerin zusammen aus Griechenland, nicht Griechenland, Argentinien natürlich, ich lerne hier so viele Menschen aus Argentinien kennen, das ist wirklich krass, also das muss auch ein Zeichen sein, weil meine Oma und mein Opa haben damals auch waren sehr oft in Argentinien und haben dort einen Weinhandel gemacht, beziehungsweise haben ihren Wein von da importiert nach Deutschland und den dann in Deutschland vertrieben. So. Das heißt, irgendwas zieht mich auch nach Argentinien, da werde ich definitiv auch noch hingehen. Meine Mitbewohnerin ist Argentinierin und ich zahle 600 Euro, wie gesagt, im Monat. Und ja, ich weiß nicht genau, wie mein Leben weitergehen wird, wo es mich noch hintreiben wird. Ich weiß nur, dass ich für mich realisiert und gemerkt habe, dass ich langfristig definitiv, also ich werde nicht mehr in Deutschland leben, also im Winter auf keinen Fall. So, das werde ich mir nicht mehr antun, das habe ich mir schon selber versprochen, so. Das tue ich mir, meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist nicht nochmal an. Wo ich dann am Ende leben werde, ob ich vielleicht sogar halb in Deutschland noch leben werde, im Sommer in Deutschland bin und dann im Winter zurückkomme, hierher oder irgendwo anders hin. Ich werde nämlich noch in ein anderes Land, nach Costa Rica gehen, da ist nämlich auch ein Kumpel von mir gerade, der hat mich eingeladen, der hat ein eigenes Haus. Dann will ich noch nach Amerika gehen, meine Familie suchen, besuchen, meinen Vater zum ersten Mal sehen, wenn er Bock drauf hat. Schwester, Bruder zum ersten Mal sehen, ja, und ich will die Welt sehen. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich wollte schon immer die Welt sehen. Ich wollte schon immer Kontinente sehen, Länder sehen. Nach Afrika will ich noch unbedingt, nach Ghana, nach Nigeria. So, wenn nicht jetzt, wann dann, weißt du? Und ich glaube, ich brauche halt einfach eine Base. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Tulum meine Base ist. So, das ist meine neue Base ist einfach. Von der aus ich weitermachen werde, so, weißt du? Von der aus ich andere Länder besuchen werde, von der aus ich hustlen kann, mein Ding machen kann, mein Business machen kann. Es haben sich auch schon hier so zwei, drei Menschen
ergeben, wollte ich gerade sagen, Menschen ergeben sich nicht. Zwei, drei Kontakte sind zustande gekommen hier mit Menschen, wo ich ganz ehrlich sage, so geil, weißt du? So, wenn Gott will und das alles so funktioniert und die Vibes so bleiben, dann kann man da auch geschäftlich richtig viel draus machen, so, und schöne Sachen, positive Sachen mit Liebe machen, so, weißt du? So. Und ja, wer weiß, was sich da in die Richtung noch ergibt, Freunde. Ich will euch einfach nur vielleicht einen Gedankenanstoß geben, so. Es gibt Menschen, die sind nicht dafür gemacht, in dem Klima zu leben, in dem ihr, die meisten, die zuhören, gerade leben, so. Es gibt Menschen, die da einfach nicht richtig aufgehen können, die einfach nicht sie selbst sein können in diesem Klima, in dieser Umgebung, mit diesem Mindset. Und diese Menschen werden sich immer gefangen fühlen dort. Brecht aus. Warum soll euer Leben schlechter sein, wenn ihr es besser haben könntet? Macht einfach immer sofort das, was euer Leben verbessern wird. So. Warum nicht? Warum an alten Dingen festhalten, nur weil es Gewohnheit ist oder so? Macht das, wo ihr am Ende der bessere Mensch seid, der liebevollere, positivere Mensch, so. Weil das wird auch allen Menschen in eurer Umgebung und allen anderen Menschen, denen ihr vielleicht irgendwann mal helfen werdet oder nicht, oder die euch begegnen werden, das wird positiver für diese Menschen genauso sein, so. Deswegen, es ist egoistisch zu sagen, ja, ich mache das, weil es für mein Leben das Beste ist. Mir egal, so. Aber wenn es für dein Leben gut ist, wird es auch für viele andere Leben gut sein. Also, macht euch das bewusst, Freunde, und nicht vergessen, be unique. Dabei ist alles. Ich liebe euch alle. Bleibt so, wie ihr seid. 6-8 in Tulum. Wish you. Peace.